Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2014. Heute fahren wir in Singapur gegen unseren Rivalen Jenson Button. Stehen wir ganz gut da gerade so. Ja. Wir haben 4 E-Mails, die gucken wir uns erstmal an. Erste Podiumsbeziehung. Dein Podiumsplatz in Italien war große Klasse. Die Jungs im Garage waren außer sich vor Freude. Dafür arbeitet das Team Wochen für Wochen bis zum Umfallen. Und das war großartig zu sehen, wie es die Arbeit bezahlt macht. Wenn dann, wollen wir nicht. Team Intern, jetzt mal vorne, wie weit her? Zu Singapur. Nachtrennen. Samstag soll es regnen. Na gut, das ist nicht gut. Marussia. Nee, der wollte man nicht. Wollte man nicht. Was wollen wir bei Marussia? Wir wollen in den McLaren Mercedes oder keine Ahnung wohin. In dem AMG Mercedes wäre natürlich auch noch gut. Oder irgendein anderes Team. Aber auf jeden Fall kein Marussia, weil das ist keine Steigerung. Wir wollen nach oben. Weit nach oben. So. Bin schon Ewigkeiten nicht mehr gefahren. Also. Du Scheiße. Was habe ich verpennt? Kacke. Moment. Das ist doof. Warum habe ich das noch? Ah, shit. Gehe ich mal hier. Ja, ich shakes and fidget und so. Wisst ihr Bescheid. Kommt auf meinen Kanal auch ziemlich oft. Da muss ich natürlich auch immer meine Drahado spielen jetzt auf dem einen Server. Warum steige ich jetzt? Naja, okay. Sieht auch ein bisschen dunkel aus hier. Und ein bisschen komisch. Muss das so? Sieht so eng aus, die Boxengasse. Und wo ich gerade sitze. Egal, harte Reifen. Setup habe ich nicht, wie immer. Das, oh, Ziel F&E haben wir. Was müssen wir machen? Bleibe für 3 Runden während der nächsten... was? Bleibe für über 3 Runden während... höchstens... 7... Bleibe über 3 Runden während höchstens 81,7% einer Runde auf der Bremse. Also das heißt, ich darf nicht mehr als 31%, 28% bremsen aus. Also soll ich jetzt nur Gas geben. Achso. Ja, verstehe. Oder auch nicht. Naja. Sauber. Moment, wir mal kurz wieder ans Lenkrad gewöhnen. Ich fahre jetzt ja das neue, neues Lenkrad, wo mich sonst immer gefahren bin. Ah, jetzt zeige ich gerade wieder das alte dran, das ein bisschen kleiner ist. Weil ich jetzt F1 noch fertig fahren wollte mit dem Lenkrad, nicht dass er irgendwie noch Umstellung und so, die Saison zumindest ist. Okay, aktuell habe ich 100%. Ich nicht. Wenn ich Gas gebe, wird die Prozentzahl mehr, aber ich bremse, wird sie weniger. Ich kapiere das nicht. Ich mach das einfach. Ich fahre einfach normal meine Runde, das sollte ja auch klappen. Singapur ist ja das erste Nachtrennen für uns, das wir mal haben, oder? Ja, denke schon. Vor 1, nee. Das müsste das erste sein. Abu Dhabi ist dann nochmal ein kleines, ist halb Nachtrennen. Also an sich ist das jetzt das erste. Oh, ey. Oh, shit. Ja, ich würde sagen, da benutzen wir mal eine Rückwende, weil ich jetzt das Ziel gerade drin habe. Ich muss mir mal wieder eine Strecke und alles sowas. Naja. Machen wir hier heute diesem Wochenende so reisen können. Vorschätzen hatten wir auf jeden Fall ganz vorteilhaft, aber so wie ich gerade war, wird es definitiv nichts. Und ich so noch nicht gut angehe. Ich weiß jetzt hier irgendwie so hin. Live. Dein Speed ist gut, mach so weiter. Mein Speed ist gut. Okay, mach ich.
Alles klar. In der guten Version nicht. Ach, ich habe auch noch eine Zielzeit. Noch haben wir nicht alle erforderlichen Daten erhalten. Ach, das war jetzt abkürzen. Ja, lass ich mal den Frontflügel reparieren, ne? Könnt ihr mal kurz ein bisschen mehr auf Abtrieb gehen, dass wir mal eine Kurve besser umkommen. Oh, Ball. Die Boxengasse ist ziemlich eng, ja? Doch. Stehen sie alle dicht an dichter. Verzweigt niemand auf. Oh, nee, doch nicht. Werde ich vielleicht doch mal mit dem weißen Reifen rausfahren, wenn ich die Zielzeit habe. Das ist von 2,3. Ist ja schon ein bisschen höher. Also naja, geht. Ich weiß es gar nicht, wie sieht das für den Kurs aus hier. Müsste eigentlich klar zu gehen, ne? War es gar nicht so schwer. Na, wir gucken mal. Ich fahre 57er Zeit an der Spitze. Nein, wir machen das Weichen einfach drauf, den wir auch mal testen. Und dann machen wir nochmal das hier. Die Zielzeit. Und ich schaffe ihn. F und E. Hier voll. Im heutigen Test prüfen wir das Bremskühlsystem. Bremst während des gesamten Tests in keiner Runde mehr als vorgegeben. Ich soll nicht mehr als vorgegeben bremsen. Also nicht mehr als 81%, aber wenn ich bremse, geht's runter. Müsste das Ding eigentlich dann hochgehen? Nein, theoretisch. Ich weiß ja nicht, was hier so abgeht. Aber rein theoretisch, ne? Der Kopf los, Alter. Alles klar. Mein Speed ist gut. Ich hab keine ohne fahren, aber der ist gut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht abkürze. Das wäre fatal. Das wäre fatal. Da jetzt abkürzen. Mal aufgegeben. Kein Bock mehr auf mich. Ich muss mal ja viel besser fahren. Die fahren ja alle auf Hard noch, ne? Wie ich das richtig sehe. Ach, vor uns ist sogar unser Rivale. Wenn wir weiche Reifen haben, können wir schon mal ganz gut aufholen. War schon mal gut. Zeigt von einem Hauch einer Chance. Ich gucke nicht. Ich wollte es nicht riskieren, dass ich wieder abkürze. Ich will ja nicht sagen, er hält mich auf, ne? Aber er hält mich schon ein bisschen auf. Verwarnung, Kollision. Ach nein, dann will ich es nicht abkürzen. Das zählt weiter für einen Test, das ist gut. Dann passt das ja. Ja, wollte ich doch nicht. 1,54, beste Rundenzeit. Hey. Das hat Ricardo wieder die beste. Oh, Scheiß. Wir waren kurz ganz oben. An der Spitze der Nahrungskette. Perez ist hier auch ganz langsam unterwegs. Hamilton 53. Das geht aber noch, ne? Das geht auch voll klar. Und so. Um vielleicht nochmal zum Thema F1 2015 zu kommen, ne? Also, das wollte ich ja zum Anfang erst danach spielen oder fortsetzen. Aber
Ich habe den noch nicht gekauft und mittlerweile bin ich auch ernsthaft am Überlegen, ob ich es mir überhaupt kaufe. Weil man hört ja echt nicht Gutes von dem Spiel. Es soll verbuggt sein und keine Ahnung, alles Mögliche. Und da weiß ich halt nicht, ob ich da wirklich überhaupt Geld für sowas ausgeben möchte, wenn das ein verbuggtes Spiel ist. Und ja, kann ich auch eigentlich bei dem Spiel bleiben, ja. Und dann bis 2016 warten, mal gucken, ob es da besser ist. Ich weiß nicht, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wie findet ihr FN 2015? Oder habt ihr überhaupt was von Gutes von dem Spiel gehört? Also ich nicht. Also wie es aussieht, werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Es sei denn, es ist jetzt im Angebot für 2 Euro oder so. Aber momentan ist ja Steam Sale. Das ist, glaube ich, gerade auch im Angebot, aber halt nicht wirklich sehr, sehr krass. Auf jeden Fall nicht so krass, dass ich es mir kaufen würde. Da kann ich lieber noch meine paar Saisons hier noch fahren. Auch mal wollte ich ja noch höhere Renndistanz machen, höherer Schwierigkeitsgrad und all sowas. Da kann ich ja lieber hier noch ein bisschen mich austoben. In einem Spiel, was so halbwegs funktioniert, ne? Spaß dafür noch Geld auszugeben für ein Spiel, was total scheiße ist, sag ich mal so. Also ich kann es nicht beurteilen, nicht so richtig, aber ich habe es halt so gehört. Jetzt los, Grisha. Oh. Ich hab's doch eigentlich zugemacht. Die beiden, wo immer Chat-Nachrichten kommen in der Bild. Das pinkt das ja die ganze Zeit nur. Aber von den Rundenzeiten sind wir ganz gut dabei. Ne? Wir fahren natürlich jetzt auch auf weichen Reifen. Ja, muss man bedenken. Aber mal gucken, was die nach KI nachher zum Schluss auf weiche Reifen rumlegt. Gut, man muss dazu sagen, wir werden auch langsam, also ich werde langsam ein bisschen besser im Spiel. Von daher könnt ihr eigentlich den Schwierigkeitsgrad ein Stück hochnehmen, aber das wollte ich halt nicht machen in der Saison. Alter, das kann jetzt nicht sein. Nee, ja, ich hab keinen Bock drauf, jetzt nochmal 3 Runden nach oben zu testen. Kann ja auch einfach das hier machen. Scheiße, wenn man sofort einmal abkürzt, dass hier vor der dritte Weltkrieg ausbricht. Sofort die Runden nicht mehr gültig ist, ey. Das ist, also das ist nicht mehr gültig ist, ja okay, aber für die Zielzeit hier auch. Wo es ja auch nicht so krass abgekürzt wird. Kann wenigstens nur die Runde nicht gelten, man hängt halt nach oben dran, aber muss ja alle 3 nochmal neu fahren. Ist ja schon ein bisschen nervig dann. Schön. Was jetzt da links steht, muss ich nicht verstehen. Minus 2,9. Und dann irgendwie doch wieder Plus und dann wieder Minus. Jetzt kann ich auch mal eine aggressive Runde fahren, ne? Jetzt ist ja egal, wenn ich mal aus Versehen abkürze irgendwo. Kann ich mal ein bisschen fixer unterwegs sein jetzt. Gucken, was dabei rumkommt. Erstens Sektor schon mal nichts Gutes. Der war auch nicht sonderlich gut. Ja, das war jetzt auch nicht so top, ne? Muss man da einfach mal so reinrutschen. Ja, die Kurve komme ich jetzt auch nicht mal so gut rum hier alles. Merkt man schon deutlich, dass ich hier nicht mehr wirklich die Kurvengeschwindigkeit habe. Mit dem angerissenen Frontflügel. Das wird nicht mehr wirklich besser, ja. Kann ich auch reinkommen und dann brauche ich eigentlich nicht mehr so wirklich weiterfahren, ne? So ein langes Training brauche ich ja nicht. Oh, die Schikane hier, die regt mich auf. Wo? Bist du in Ordnung? Das sah übel aus. Eieiei. Was ist denn da? Ja, stimmt, da ist so eine Wand, ne? Da hebt doch. Ja, da kann natürlich ganz viel passieren. Ne?
er das noch verhindern kann? Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ja. Ich wollte es eigentlich so. Ne- oh, ey, 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 ey. Was ist denn hier los? Ja, ich komme auch jetzt rein. Das ist ja schrecklich. Die Reifen sehen ja auch so komisch aus durch das Licht, ne? Das ist eigentlich... Das hat was, das Licht. Die Boxen Einfahrt, ey. Ausfahrt ist auch nicht so geil. Die müssen wir noch üben, die Boxen Ausfahrt. Genau, dann müssen wir einmal mal rausfahren. Weil es vor allem diese FMEC haben. Das ist natürlich doof. Die müssen wir auch mal üben. Die ist nämlich hier ganz schön, ist gar nicht so einfach. So, dass man jetzt sagen könnte, nee, brauchen wir nicht. Ah, doch, die braucht man. Da muss man einmal gucken, was da so geht. Aber da können wir eigentlich mit den angefahrenen Harten fahren. Ist ja nur mal so kurz, um zu gucken, was so geht. Nee, nicht was so geht, sondern... Naja, ihr wisst schon. Wie sie so ist. Ist auf jeden Fall besser. Schon mal gut. Ich verstehe das nicht. Wir sind im ersten Training, aber ich kann die beiden Reifen jetzt da unten nicht verletzen, benutzen, weil die für die beiden 1-2 Trainings sind, aber die gibt's ja nicht. Jetzt ist ein Bullshit. Warum gibt's hier diese Trainings nicht? Diese erste, zweite und dritte Training. Ich hab's auch so eingestellt. Eigentlich langes Wochenende. 2011, was ich noch gespielt habe, da gab's das noch. 2012, glaube ich, auch nicht mehr. Danke nicht. Was schade, dass es das nicht mehr gibt. Wünsche ich mir. Mal gucken, hier was. Wenn wir hier noch ein bisschen gucken. Und jetzt ist eine gefährliche Stelle, wenn da noch welche kommen von hinten. Dass man da. Guck mal, was wir mit Hakenreifen schaffen. Ja. Haben wir jetzt. Auch nicht mehr Verkehr hier. Alles frei. Schön. Guck mal nochmal. Was so möglich ist. Ich finde diese Stelle da, wo die zwei Kurven direkt gegenüber sind, richtig geil. Also, dass man da so auf sich zufährt. Sieht man leider nicht so gut, aber es ist halt einfach cool. Ja, komm mal vor. Habe ich jetzt schon auf Fett gestellt eigentlich? Ja. Finde ich schon gemacht. Wir fahren jetzt auf weichen Reifen schon alle, die KI. Ich muss sagen, für die Strecke habe ich auch nicht wirklich geübt. Also, einmal kurz, aber es ist schon einen Monat her oder so. Aber ich bin nicht einmal so gefahren, weil ich Interesse daran hatte an der Strecke. Aber so jetzt speziell geübt dafür, was ich hier mache, habe ich nicht. War ja selten nur, aber manchmal übe ich dann trotzdem vorher schon ein bisschen. Die Strecke wenigstens kann. Ich denke mal, hier hat man es auch gemerkt, dass ich sie nicht ganz am Anfang. Jede Wand einmal mitgenommen. Und wir warten noch, lassen wir ein bisschen Abstand hier. Mal freie Fahrt haben. Oder fährt er in der Box? Nee, tut er nicht. Wäre natürlich mega nett gewesen. Oh, haben wir den ganz schön hart mitgenommen. Den Körper. Ja. Ich denke mal, da müsste doch der Hamilton oder Rosberg oder irgendwer musste noch kommen und mich da wegdrängen. Ich drehe immer hoch. Kriegt der hier nicht genug Kühlluft? Das ist interessant. Ja, hier ist tropisch. Jetzt, wenn das simuliert wäre, wäre cool. Sieht aber so aus, dass so ist. Habe ich auch schon mit den Reifen gemerkt, dass sie ziemlich schnell heiß werden. Dass sie halt auch wärmer ist, ne? Ja, Sinn. Ja, der Frontflügel war eh schon ab. Die Seite da, wo wir gegengefahren sind, die war eh schon weg. Tut nichts mehr zur Sache, man jetzt gegenrammeln oder nicht.
Aber an Sutil kommen wir wieder ran, so ein bisschen. Auch mit den harten Reifen, obwohl er welche hat. So, da scheinen wir hier auf jeden Fall nicht so schlecht zu sein gegenüber der KI. Vielleicht ist er wieder eine gute Platzierung drin. Punkte wäre auf jeden Fall nett. Hier, die Schikane ist tricky. Finde ich. Ja, die ist nicht so. Nicht so ganz ohne. Da habe ich den Scheitelpunkt noch nicht so richtig, dass ich da perfekt durchkomme. Entweder ich schaffe die erste Kurve gut, oder die zweite nicht, und dann halt andersrum. Aber ich höre es halt ab. Was, die Anzeige ist so dumm. Minus 2,6 plus, keine Ahnung. Minus 120 plus 7, keine Ahnung. Das Sektor kann schon vergessen eigentlich. Das war halt schon mal scheiße, ja. Hört man das bei euch nicht so, weil das Motorgeräusch so laut ist, aber ich hör's. Ich entschuldige mich dafür noch schon mal, wenn man es hört. Jetzt echt. Ja, keine Ahnung. Aber jetzt wird der Motor natürlich richtig geil hier im Windschatten. Guck mal, ob er irgendwann hochgeht. Okay, ja, die wird rot, aber jetzt. Ja, singt ist gut. Top machst du mal. Unglaublich, der Ingenieur. Die wird immer rot. Weiter rot. Jetzt dahinter noch gerade. Ah ja, die Motortemperatur sinkt. Das ist gut, was du tust. Den Graden komme ich aber auch nicht wirklich vorbei, weil der mein Top-Sieb fehlt. Und der Eingang zu den Graden ist auch nicht so top immer. Vielleicht schaffe ich ihn jetzt hier auf der zweiten DRS-Graden. Vielleicht schaffe ich es aber ordentlich vorbeizukommen. Aber wenn man rausbeschleunigt, ist er halt so stark. Mit seinen paar mehr PS da. Die der Sauber ja doch hat. Ist er ein Sauber, ne? Ja, denk schon. Zu tief war Sauber, ja. Zieht mir aber weg. Keine Chance. Boah. Jetzt aber langsam hier ja, holprig. Wo fahre ich denn jetzt lang? Mal im Windschatten, ne? Fährt weg. Er fährt einfach weg. Zeichen ein bisschen. Aber Zeichen schafft. Nicht gleich wieder vorkommen. So weg. Auf einmal ist er weg. Ey, minus 2 Sekunden. Ey, was steht denn da für eine Scheiße immer? Schatz uns auch noch nie da. Nee.
die Kurve nicht gekriegt. Dachte, ich schaffe mal eine gute Runde, aber ich glaube, das sieht nicht gut aus, was ich mache. Das ist jetzt kein Abkürz gewesen, ne? Aber wenn ich da mal so ein bisschen in meinem Körper war, in der anderen Schikane, dann ist das sofort abkürzen. Manchmal sind diese Trigger von den Abkürzzonen hier, keine Ahnung, wie das macht, das ist ein bisschen der Ruf gesetzt. Also, das heißt ein bisschen. Groß doof. Ich hier jetzt ein bisschen drüber, nur so ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen mal. Und dann nur ein bisschen abkürzen. Ne? Aber anderen Stellen, ja, natürlich, hier kann ich auch einfach drüber. Kann ich auch ein bisschen großzügiger. Ah, noch, nee, das kann ich nicht. Hey, ist ja toll. Kann man dann die Boxen einfach gut nehmen. Ja, so ist das ganz nice. Was ist denn hier los? Scheiße. Okay, sorry. Wollte mal gucken, was da abgeht. Ob ich das wirklich verpennt habe. Ja, ich hab ganz einfach verpennt. Ich würde sagen, wir machen jetzt eh mit dem Training Schluss. Ah, oh, ja, reicht. Ich habe genug trainiert. Mir reicht's. Und euch reicht's wahrscheinlich auch, das Elend hier anzugucken. Das sieht vielleicht nicht so ideal aus, was wir hier tun. Ja, ich hoffe mal, ich kriege das Qualifying gut hin. Und das Rennen erst recht natürlich. Oh, ja. Gut, ich würde sagen, der Gildenleiter muss seinen Pflichten nachgehen, kann man so sagen. Hört man ja auch. Wir spulen erstmal vor, dass der Hamilton da nichts macht. Das ist ja komisch. Bin überall schneller. Ja, nur im letzten Sektor habe ich die absolute Bestzeit, ne? Oder was? Keine Ahnung. Anscheinend. Ey, Alter. Warum? Wie geht das? Der wird doch wohl schneller fahren können. Wenn ich jetzt erst am Training wäre, das wäre ja schon mal... Ein Hammer wäre das. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch... Session Bestzeit habe ich nur im letzten Sektor. Und wer, wo haben sie die anderen? Eine 41? Doch auch keiner hier. Eigentlich praktisch überall die Session Bestzeit. Meine theoretische, persönliche Bestzeit, 1,52,3. Theoretische Session-Bestzeit, 1. Ah ja, also habe ich in meinem Sektor, wo ich gefahren bin, nicht alles optimal rausgeholt. Also, ja, theoretisch könnte ich hier irgendjemand auf der Strecke schon schneller fahren. Das geht schon. Ist ja auch nicht viel, was ich vorne bin. Los, weiter. Spule vor. Ja. Bin ich wohl doch erst. Platz 1. Gut gemacht. Wir wissen nicht, wie viel Sprit die anderen an Bord hatten, aber das ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Ja. Das ist korrekt. Gut. Freut er sich noch einmal? Oder im Qualifying? Naja, ich würde sagen, wir sehen uns im Qualifying wieder. Bis bald. Haut da rein. Tschüss.